Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen bei Baba J und der dümmsten Frage im Internet. Ja Mann, ich habe mir heute mal ein bisschen Mühe gemacht, um ein paar geil dämliche Fragen aus dem Internet rauszusuchen und habe gedacht, ich mache da noch ein bisschen so Hintergrund-Gameplay von Dauntless rein, das Event, das gerade am Laufen ist, ein bisschen Hässchen jagen und so, voll cool. Und ja, dann beantworte ich da mal ein bisschen die dämlichsten Fragen. Und viel Spaß mit dem Video, würde ich sagen. Wir sind bei der ersten Frage und ja, es fängt schon gut an. Also, meine Frau hat gefurzt, als wir uns geküsst haben. Sollte ich mich scheiden lassen? Bäh! What the fuck, yo? Nein, Mann! Leute furzen als sie, das ist eher ein Mastyle, yo. Die nächste Frage, die wir haben. Weiß einer von euch, ob es möglich ist, einen Hintergrund zu benutzen, der meinen Computermonitor in einen Spiegel verwandelt? Das Upscan eines Spiegels scheint nicht zu funktionieren. What the fuck? What the fuck? Ich weiß gar nicht, was ich das antworten soll. What the fuck ist das für eine behinderte Frage? Digga. Das Abscannen vom Spiegel funktioniert nicht. What the fuck ist los mit dir? Okay, dann die nächste Frage. Eine weitere extrem intelligente Frage. Das mal haben wir eine Mathe-Frage. Gibt es eine Möglichkeit, wie 2 plus 2 5 ergeben kann? Nein. Nein, Bro. Die gibt's einfach nicht. What the fuck, man? Wer stellt so Fragen, Alter? Frage Nummer 4. Ich wurde von einer Schildkröte gebissen, als ich klein war. Sollte ich immer noch kein O-Saft trinken? Was? Alter, was? Hey, nein, Mann. Okay, dann sind wir da bei der Frage Nummer 5. Und zwar, das ist eine Frage, die ich mir aber als kleines Kind auch gestellt habe. So, als ich etwa 11 war, dort ist mir die Frage dann schon hart im Kopf gewesen. Wie werde ich an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei angenommen? Mit einer Menge Fantasie. Nimmst mit deinem Handy ein Bewerbungsvideo auf. Das schickst du dann einfach ein an Hogwarts School of Magic and Wizardry oder wie auch immer. So, okay. Esel, Pisse und Kolibri-Dreck. Dieses Buch sei fortan Crack. Huh. Okay. Nächster, ja, ist auch gut. Naja, nächster Versuch vielleicht. Gehen wir einfach zu der nächsten Frage. Ich laber nur Bullshit, Alter. Bei so Fragen kann man ja auch nur Bullshit labern. Hey, nein, Mann. Okay, Frage Nummer 6. Wie kann ich abnehmen, ohne mich zu bewegen? Das ist ganz einfach. Also hier steht, der Eingriff wird mit einem 1,5 cm langen Schnitt in den Abdomen oberhalb der Hüfte eingeleitet. Gut, das wäre dann ungefähr hier. Ah! Hör auf zu jammern, Butterscanny hätte das wie ein Mann ertragen.
Jetzt ein Ende des Schlauches 1 Zentimeter tief in den Schnitt einführen. Geht klar. Also, ich finde, das ist eine Scheißidee, Leute. Mir wird ganz schön schwummrig. Drin ist er. Beim Fettabsaugen wird überschüssiges Körperfett durch heftiges Absaugen ent... Es kommt. Wie verrückt. Gerät außer Kontrolle. Oh, jetzt blitzt auf einmal alles. Einfach unglaublich. Wie oft haben wir dir schon gesagt, dass in unserem Haus nicht eigenmächtig Fett abgesaugt wird? 4-mal, Mom. Frage Nummer 7. Klau, wie kümmere ich mich richtig um meine Haustierkartoffel? Haustierkartoffel. Ja. Nein. Dann, Frage Nummer 8, soviel ich weiß. Oder 9? I don't know. Ich glaube 8. Gibt es einen Zauberspruch, der mich in eine Meerjungfrau verwandelt und wirklich funktioniert? Aber ja! Bist du dir auch sicher, Neville? Absolut. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich? Naja, unter Kräuterkundlern gibt's eine ziemliche Debatte, den Einfluss von Süßwasser und Salzwasser betreffend. Und damit rückst du jetzt raus? Du wirkst etwas angespannt. Ach was. Dann Frage Nummer 9. Haben kleinwüchsige Leute eingebaute Nachtsichtgeräte? Nein. Dann Frage Nummer 10. Da es in Sellerie einen gewissen Prozentsatz an Wasser gibt, aus wie viel Prozent Sellerie besteht eigentlich Wasser? Also, Frage Nummer 11 oder irgendwie so, keine Ahnung, ich hoffe, ich bin noch richtig am Mitzählen im Kopf. Die Frage zerfickt mein Gehirn, das ist ja so behindert, Alter. Es geht richtig schön behindert weiter. Also Leute, mein Drucker kann keine GIFs ausdrucken. Ist der kaputt? Ja. Ja, dein Drucker ist kaputt. Weil er keine bewegenden Bilder kann ausdrucken. Alter, come on! What the fuck? Okay, Frage 12, glaub. Tut es in den Augen weh, wenn man sich ein Foto von der Sonne anguckt? Ja, extrem. Oh, meine Füße. Okay, nächste Frage. Kann der Darm im Bett verrutschen? What the fuck? Okay, nächste Frage. Kann ein Mensch es schaffen, eine Socke zu verschlucken? Du kannst ihn dazu zwingen? Das geht. Aber ob das möglich ist? Ausprobieren? Keine Angst, sie ist frisch. Wenigstens das. Okay. Let's try it. Probiere den Scheiß nicht aus, das ist eine schlechte Idee.
muss ich sogar ein bisschen weinen. Okay, Frage so und so viel, keine Ahnung, mir egal. Ist es möglich, einen neuen Buchstaben zu erfinden und ihn in... Scheiße. Ist es möglich, einen neuen Buchstaben zu erfinden und ihm dem aktuellen Alphabet hinzuzufügen? Wie stellst du dir das vor, du Vollidiot? What the fuck ist los mit dir, Bro? Scheiße, Alter.